Salaman, Yana Muchachos, da sind wieder eure Losers. Heute bin wieder ich am Start, der Deko. Wir zocken wieder Ark Survival Evolved zusammen mit dem Mabossa. Bonsoir. Jawohl, wir wechseln uns jetzt immer ab. Das heißt, morgen gibt es dann wieder eine Folge aus meiner Sicht und nächstes Mal wieder eine aus Dekos Sicht. Genau, wie ihr hier gerade schon seht, ich bin jetzt gerade schon mal hier bei unserem kleinen Gehege, beziehungsweise bei unserem kleinen Puff. Und? Eins, zwei, hä? Der Rest, Ile, weg. Unsere ganzen Dilos wurden uns irgendwie geklaut. Irgendwer hat sie rausgefischt. Und jetzt dachten wir uns, wir machen nochmal eben, versuchen eben nochmal hier das Ding etwas sicherer zu machen. Und zwar dachten wir uns, versuchen mal das Ceilings drüber zu kriegen. Ich gucke jetzt mal, ob ich auf Ceilings drauf machen kann, wenn keine Foundation da sind. Und Ile Nepa Funktionaro. Wir müssen uns noch eine andere Möglichkeit Foundations ausdenken. Muchachos, ihr könnt ja mal schreiben, wie können wir denn unsere Prostituierten hier beschützen? Eigentlich geht es jetzt wirklich nur noch, wenn wir... Das geht eigentlich gar nicht. Wir können keine... Kann man vielleicht diese... Haben wir in der Base noch irgendwo... Wie heißt der Fick? Säulen? Diese Steinsäulen? Pillars? Stone Pillars, ja. Ja. Guck mal nach, ob wir noch welche von haben. Vielleicht kann man die, so auf den Boden stellen. Ich schau mal eben. Vielleicht braucht man ja die Dinger, um da ein Dach drauf zu machen. Ist natürlich alles Schwanz, weil unsere Eierzucht jetzt wieder mies verlangsamt wurde. Wir hatten, wie viele hatten wir? Ich habe mal 6 oder 7 oder so. Ich glaube schon 8. Wir hatten ordentlich Dilos auf jeden Fall und die sind alle. Ach so, Dilos, weg. Ich dachte, du meinst Eier. Nee. Wir sollten übrigens auch nochmal füttern, wir brauchen noch Fleisch. Ich glaube, die kriegen nur Kinder, wenn die Food voll haben und noch Essen drin haben. Nur ich ganz kurz Fleisch. Die Pillars kann man einfach auf den Boden stellen, cool. Ja. Dann kommen sie mal her, geben sie mir mal und ich versuche mal mein Bastlerglück und du guckst mal, ob wir in der Base noch irgendwo rohes Fleisch haben. Ich glaube allerdings, das wird schwer. Entweder es ist vergammelt oder es ist gekocht. So. 13. Gucken wir mal, ob wir damit irgendwas erreichen können. Ah. Reicht das nicht? Wir versuchen es mal. 8. Tada! Warst du wenig? Nee, es geht. Wir können allerdings nicht, was wir nicht machen können, ist zwei Dinger hoch. Das heißt, die Wände da oben drüber waren jetzt für den Arsch. Aber wir können zumindest hier... Stone Cities obstructed, okay. Also wie schnell die Säbelzahntiger sind, ne? Das ist so Zucker. So, Papa hat ordentlich Fleisch dabei. Hier vor jetzt auch noch. So, Papa-san, Mama-san, fühlt euch wohl. Was hast du denn da gemacht? So, und hier kommt auch noch einer hin. Aber das wollte ich gar nicht. Die Seite müssen wir. So, jetzt haben wir zumindest so ein bisschen Dach. Vielleicht reicht das ja schon. Okay, da steht nochmal nichts hin. Ja, es muss ja nur erschwert sein, dass man da nicht irgendwie mit dem Vogel hinfliegen kann. Und sich hier unsere Eierdilos rausangelt. Deswegen mache ich das hier so weit es geht zu und dann ist das halt so und hoffen wir, dass es reicht. Please. So, wir gehen aber natürlich gleich noch los, um die nächste Höhle zu finden. Wir haben schon die Koordinaten, wir müssen da nur noch hincruisen und ich bin mal gespannt, ob die anders aussieht als denn die andere Höhle, in der wir waren. Ja, das wird echt spannend zu erfahren. Spannend! Da geht nichts hin. So, gleich sind auch alle Fleischfresser bei uns gefüttert und dann kann es auch schon losgehen.
Gehen wir hier vielleicht noch irgendwie eine Wand hin, ein Dach hin? Nee, nee. Da geht nichts mehr. Hier geht auch nicht mehr wirklich was. Wieso kann ich eigentlich da jetzt dazwischen noch so ein Ding hinbauen? Kann ich hier nicht noch ein Scheiß. Na, ey. Was ist los? Mr. Dilo will mir die Eier kraulen. Kraul mal lieber deiner Frau die Eier. Nein, hier krieg ich auch nichts mehr hin. Doch. Oh ja. Yeah. So, jetzt dürfte das schon mal einiges schwerer werden hier irgendwie mit dem Fluger. Mit einem Flugdinosaurier hinzukommen. Und uns die Eier-Dinos weg zu schnellerbustern. So, ich habe nebenbei noch ein bisschen Kacke gesammelt. Jetzt hole ich noch Thatch und dann kriegen wir nebenbei auch wieder Fertilizer für unsere Narco-Barrel-Farm. Sehr schön. So, hier ist natürlich noch ziemlich viel offen, ne? Aber ich glaube, da kriegt man auch nicht. Ich kann hier nichts hinbauen. Auf jeden Fall sollte es ansatzweise jetzt safe sein. Ja, hier geht leider absolut gar nichts. Vielleicht müssen wir dann einfach nochmal oben drauf gucken, ob wir vielleicht noch einen Turret hinstellen können. Mhm. Allerdings müssen wir den jetzt wieder craften. Egal, das sieht erstmal irgendwie sicher aus. So, mit Ö. So, Nico, ich gebe dir die Koordinaten. Koordinaten sind. Ich habe das offen auf meinem zweiten Bildschirm. Achso, 683, 651. Wir steigen beide auf unseren Schleusentiger, Schleusenpussy und dann kann's losgehen. Genau, wo ist denn überhaupt meine Schleusenpussy? Schleusentiger. Schleusenpussy. So. Sollen wir eben kurz was trinken? Kurz die Karte rausholen, kurz gucken. Da, irgendwie kann man auch auf der Karte Punkte markieren, oder? Kann man. Ich weiß eigentlich nicht mehr, wie das geht. Stimmt, da war ja was, ja. Ich will es auch, um ehrlich zu sein, jetzt nicht irgendwie random irgendwelche scheiß Tasten hier drücken. Wir müssen nach Süden als erstes. Auf geht's! Oh, da bin ich ja vollkommen falsch. Direkt so. Nach Süden, eiskalt. Und ein bisschen nach Westen. Südwesten, auf geht's. So, wo sind Sie denn? Bitte? Ich bin auf der Ebene vor unserer. Hinter unserer Base. Ah, okay. Soll ich eben noch warten, dass du dich nicht verirrst? Das wäre super. Hola, Senor! Wir können ja Marvin nicht zutrauen, dass er alleine irgendwas findet. Nee, das ist ganz schlimm bei mir. Tschu. Wir müssen tatsächlich hier eben rüber, am besten. Rüber. Was hast du denn eigentlich nochmal in dem. In der anderen Höhle gefunden? Was war denn dort? Da war doch irgendwas, was man dann. Ein Artefakt war da. Ein Artefakt, genau. Haben wir das noch? Das haben wir noch, ja. Das liegt in einer Schlange, unserer bitte. Schränke. Komm hier runter? Hier kommen wir runter. Alter, der leckt gerade bei mir. Ja, bei mir auch gerade geleckt. Oh! Oh, da ist ein Spino. Wo? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir hier auf die Seite von. Ne, müssen wir. Oh, wir müssen auf die andere Seite von los. Springen! Das war aber auch echt ein geiles Rennen hier mit der Schleusenkatze. Bitte? Das war auch echt ein cooles Rennen mit der Schleusenkatze. Ja, die Rennen machen immer Spaß. Oh, da ist ein Oviraptor. Scheiß auf den! Weiter! Westen und dann noch krass nach Süden. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Meiner Schleusenpussy auch einigermaßen. Die Säbelzahntiger sind wir so schnell da. Jetzt sehen wir diese Strecke. Eigentlich müssen wir straight nach Süden. Hier ist ein Kano, straight nach Süden. Ah, nicht ganz. Oh fuck. Aber ich steig mal lieber ab. Jo, hab ich auch gemacht. Technik bei Haruka. Wird bestimmt irgendwann auch was gepatcht, dann machen wir das und dann sind wir direkt tot. So wie bei Rust damals. Mhm. Das war auch so geil. Bei Rust gab es auch am Anfang keinen Fallschaden, irgendwann haben sie den Fallschaden reingepatcht. Tja,
GG, vor allem, weil wir da schon einige Zeit lang was gespielt haben und das ist einfach so ein Reflexübergang, spring einfach mal irgendwo runter, passiert nichts. So. Sind wir da? Wir sind ungefähr, ein bisschen müssen wir noch, kleines Stückchen. Da muss ich gucken, die Koordinaten waren 68,3, 56,1. Das sieht ja hier schon mal gar nicht so schlecht aus. Muchachos, falls ihr auch Bock habt, irgendwelche Höhlen zu erkunden, den Link übrigens zu dieser Map, die wir haben, mit den, wo die Höhlen eingezeichnet sind, die Koordinaten, werden wir unter das Video stellen. Falls ihr auch Bock habt, Höhlen zu erkunden, aber auch keinen Ark habt, dann guckt in die Beschreibung, da haben wir den Link drin. Da kriegt ihr Ark kostengünstig und dann läuft das so. Jetzt sind wir bei 68, wir müssen zu, bei 66 müssen zu 68. Das heißt, wir müssen hier hoch. Nee, stimmt gar nicht, wir müssen runter in die Richtung. Lol, der Raptor. Wieder gejumpt ist, was ist denn los mit dir? Der Raptor will dir deine Flöhe aus dem Gemächt sammeln. Wo so, sind 68 Sie? Sind wir, 68,3. Das Gefühl, wir müssen hier runter. Ich schau auch nochmal eben auf die Karte. So, unten sind wir. 56,1. So. Jo, ich bin genau vor der Höhle. ...68,3, da cruisen wir mal als erstes hin. Kommt her, ihr scheiß Kompis. Und 56,1. Ja, du musst den Hang runter einfach. Pass ein bisschen auf, weil der ist hoch. Ich rasiere dich immer nach Kohle. Wo bist du denn jetzt? Du warst hinter mir. Ach, noch weiter nach hinten Richtung Sumpf? Wo muss ich denn hin hier? Ey, wo hast du mich denn verloren? Du warst doch die ganze Zeit bei mir. Ja, als diese Raptoren auf dich gejumpt sind. Ich hab dich verteidigt. Jetzt immer weggehen können. Oh, hier ist ein Urraptor. Oh, oh! Wo, 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 ist das tief hier? Da muss ich wahrscheinlich runter. Sehe ich dich da oben irgendwo? Ach, da, ja. Oh! Ja, Mann! Hola, Senor! Hier ist ja schon wieder ein Oviraptor Level 20. Aber gut, rein geht's. Wahrscheinlich willst du gleich wieder einmal kurz laggen. Ungefähr jetzt irgendwo. Oh, jo, 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 jo. Ich hab's gerochen. Damn, Lex. Mein Viech ist aber jetzt schon halb down. Weiß gar nicht warum. Vielleicht zu oft irgendwo runtergejumpt? Das könnte sein. Nur noch 2500 Leben. Hat er Fressen dabei? Ja. Nee. So, was haben wir hier? Hier leuchtet's. Oh, sind die ganzen Monster? Monster! Monster! Warte mal, kann man das abbauen hier? Das ist doch Kristall, oder? Das ist, glaube ich, Kristall, ja. What the? Kann man? Nee, geht nicht. Mir ist dunkel, ich mache mein Gamma ein bisschen hoch. Gamma 3, wenn sich ganz die Schönheit verliert. What the fuck, hier ist hier nichts? Noch nicht. Ich denke mal, ich glaube oben war doch auch erst so ein kleiner Raum. Ja, und da unten sind genug Viecher. Oh, ist hier wieder Wasser? Hier will ich nicht runterfallen. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal anders aus als die andere Höhle. Oh mein Gott. Es sieht anders aus als die andere Höhle. Ja. Alter, ey, das ist mies hier, ne? Komm hier rüber! Die sieht cool. Oh. Tschüss. Oh fuck. Kill. Kill it with fire. Mieses Gemetzel. Nein. Wie bitte? Mieses Gemetzel. Mhm. Wow, was ist denn hier los? Bam! Scheiße.
Bah! Alter, 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 Schwede. Oh mein Gott. Hier haben wir rasiert, hier haben wir rasiert. Zum Glück haben wir diese Riesenschleusenpussis hier. Alter, das war ja nicht mehr feierlich. Wäre richtig aufgeschmissen gewesen ohne die. Das sind echt unsere Höhlenerforscher. So, ja, die sind aber perfekt schön klein. Okay, hier in der Ecke ist nichts mehr. Wir gehen hier weiter runter. Was? Nein, wir passen da nicht durch. Nee, oder? Oh fuck, warte mal, ist da nicht noch ein anderer Weg? Ja, wir gehen mal zurück. Oh shit. Nee, wir können nur springen, aber... Nee, da kommen wir ja dann nicht mehr hoch. Naja, wenn wir einen Vogel hier reinkriegen, schon. Aber solche Experimente machen... Das leuchtet da unten. Warte mal, können wir uns irgendwie vielleicht da durchbangen, dass ich sage followen und dann backt er sich da durch? Schau mal eben. Ich auch schon überlegt. So, absteigen. Hey, er springt doch immer von der falschen Seite ab. Ich will links absteigen. Oder steigt er mal rechts ab? Na, okay. Jetzt komm ich mal durch. Wuppo! Nein, wir müssen echt ohne weitermachen. Vielleicht ist das ja wirklich so ein Schutz. Dann machen wir das so. Dann stelle ich den jetzt auf neutral. Ja, auf neutral, damit der sich auch wehrt, wenn irgendwas kommt. Nicht so wie letzte Runde. Mit dem Argantaris. Ja. Und jetzt müssen wir alleine weitermachen. Oder wir locken die ganzen Tiere eben dahin. Jo. Wäre auch eine Probe. Ey, ich komme nicht durch. Eine Schlange down. Das Ding ist, kommen die Viecher hier durch? Diesmal bitte kein Friendly Fire. Ich bin direkt immer hinter dir, ne, damit du dich nicht wunderst. Ist auch eine gute Position mit der Pumpgun. Weiter geht's. Hier links geht's auch lang. Was ist das denn hier? Sieht richtig crazy aus. Alter, komm hier. Was ist das? Hey Jungs, was ist zum Fick? Richtig Indiana Jones hier. Wow. Und nicht schon wieder Onyx. Ich verschwinde hier, weil das ist immer Friendly Fire auf Grün. Ich hasse die so. Ich hasse die so. Alter, wie wär's, wenn du mal stirbt? Ich verschwinde erstmal. Die halten noch so viel aus, diese Dinger. Bäh. Kommt das Level an, ne? Diesmal immer schön wegrennen, bevor Deko mir wieder in den Kopf schießt. Sehr schön. Ganz ehrlich. Tschuh, ich hab nur 50 Schuss, ne? Ich hatte 100, 150 dabei. Kann ich das nochmal einstellen, dass alle Ränder weg sind? Mit entfernen, ne? Ah, okay. 2,5. Okay, so ist jetzt vielleicht. Also, 2,5 ist ein bisschen zu dunkel. 3. Ja, das sieht aus wie so ein mieses Alien-Ei oder so. Mhm. Ist hier hinten noch irgendwas? Okay, gehen wir weiter. Hier liegt noch eine Titan-Bohr. Zwei Titan-Bohr, aber die bewegen sich nicht. Die zischeln nur. Zwingelt mal schön weiter. Ja, hier gibt's jetzt aber nichts mehr, ne? Wir müssen auch wieder hoch. Ach, hier, die außer hier war noch irgendwas. Oder leckt es einfach gerade krass? Was denn? Dass die Titan Boars nichts machen. Ist doch egal, komm doch einfach. Da ist ja nichts mehr. Warte mal, aber irgendwas muss doch hier dieses Ding sein. Wir müssen hier lang. Hey. Komm mal. Oh fuck, ich hab nur noch 15 Schuss. 21.
Ich hab nur noch 50. Hier ist ein Lagerfeuer! Von Farmer Boys! Ihr wart also auch schon mal hier! Farmer Boys! Ich bin Farmer, stehe im Schein. Bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frauen. Ich tue, was ich kann. Bada bim bam, bada bide bu. Ich kriege keine Frau, mein Vater ist froh, dass ich Traktor fahren kann. Bada bim bam bau. Was ist hier denn schon wieder? Oh, hier ist wieder Party. Ich bin weg hier. Genau, ein Speer brauche ich nämlich auch. Ich habe kein Speer dabei. Du hast nicht mal ein Speer dabei? Nee. Deswegen lass dich erstmal machen. Ja, bei einem Titanboard müssen wir mal aufpassen. Ist sowas von krass. What the? Okay, da unten sind wieder Onyx. Oh nee, da unten ist so einiges. Oh. Jetzt ist es nicht mehr da unten. Warte, ich wechsle mal eben auf normale Pfeile. Bam! Ich glaube, die Armbrust ist ziemlich geil gegen die. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal runter, wa? Gehen wir mal runter! Hier ist, riesig, hier ist schon wieder so ein Alien-Licht. Da ist so eine Stromversorgung, so ein Kabel hin, ne? Das ist schon... Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich finde cool, dass man hier so auf Erforschungsreise gehen kann in Ark. Es gehen wieder zwei Wege ab. Lass mal den hier nehmen. Gehen wir mal hier lang. Mal gucken, wohin kommen. Ist sie tot? Oh! Nö. Da fällt eine von dem Himmel! Ich weiß nicht, da geht's wieder nach oben. Wollen wir erstmal nach unten wieder gehen? Wollen wir erstmal nach unten gehen wieder? Ja. Noch, hier ist noch eine. Oh oh, also wie gesagt, Schuhe sind bei mir platt, sind zerstört. Ist noch eine Titanbohr. Kommen Sie her. Alter, Alter, das ist zwei Titanbohrs. Hinter dir kommt eine Spinne. Wow! Wow, wow, wow! Ich schlafe! Ich versuche dich zu retten. Ich muss gerade selber hier. Ja, ja, klar. Ich bin eins mit der Spinne geworden. Ja. Die Spinne sieht aber auch scheiße aus. Sie weggezogen von dir. Ich habe ja, leider nichts dabei. Ich bin aber auch ziemlich krass getorpert. Ey, ganz ehrlich, wenn wir beide getorpert sind, dann sind wir tot. Ja. Ich habe gerade Torpor, ja okay, 35 habe ich, du hast 150. So, Marvin, jetzt gehen wir mal schön in meine Vergewaltigungshöhle. Nein, ich will nicht. Du kennst dich schon. Lassen Sie mich. Du willst es doch auch. Ah, da hinten sind wieder Onyxe. Ah. Ah. T-Bagging Muchachos, wir alle kennen es. Wer auch immer, ja, Call of Duty spielt, kennt T-Bagging. Aber ganz ehrlich, die Höhle ist krasser als die davor. Ja. Weil man hier auch nicht mit den Tigern reingehen kann, da haben sie sich echt was bei gedacht. Das wird wahrscheinlich bei der anderen Höhle auch nicht. Deko, hilf mir! Ich esse mal rohes Prime Meat. Was ist da gerade? Solo-Style? Solo-Style? Nee, ich bleib schön hier. Ich habe Angst, mich da alleine weiter reinzujagen, bin ich. Ah, du hast nur noch Torpor 10. Der Boss ist gleich wieder am Start. Ich bin wieder am Stissel. Und wir gehen weiter nach unten. Auf geht's. 10 Schuss habe ich noch. Perfekt. Danach habe ich nicht mal... Warte mal, ich wechsle mal lieber wieder auf die Kacke. Alter, der Deko macht hier mit dem Speer ernst. Der Speer ist eigentlich ganz geil für das Ding, muss ich sagen. Der macht auch gut Schaden. Hier ist Wasser? Alter, ich will hier mal runtergucken.
Da sollten wir nicht reinspringen. Dann Alter, wie das alles schimmert hier, meine Fresse. What the fuck? Was ist das? Ein Sarko? Was denn? Da ist ein fette Krokodil. Ja, ich würde sagen, ein Sarko, ne? War, glaube ich, in einem anderen Höhle war auch ein Sarko drin. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich gehe schon mal weiter, ne? Bist du mit? Ich komme mit. Was haben wir hier? Über Wasser, da vor uns ist eine Titanbohr oder sind mehrere Titanbohrs. Oh, ja, ja. 20. Ich glaube, da kommen auch gerade ein paar auf uns zu. Sie kommen direkt auf uns zu. Was, wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Ich will erstmal dieses... Wie krass das aussieht. Ich hoffe, ihr hört gerade die Bohrmaschine nicht. Mein Nachbar ist schon wieder am Bohren hier. Alter. Ich sehe hier 3, 4 Titanbohrs sind hier im Wasser. Level 40, Level 40, Level 72, die schaust du gerade und Level 8. Hier war aber irgendwo auch ein Krokodil. Ganz ehrlich, wenn man hier reinfliegt, nimmt man das Geschichte. Deswegen schnell weg. Da wirst du getorport, schön von 25 Wasserschlangen angezüngelt. Da wirst du getorport und dann ist Ende Gelände. Aber hier ist jetzt, glaube ich, auch fertig, ne? Ja, er sagt nicht, man muss ins Wasser gehen. Ich will kurz mal abtauchen, nee, ganz kurz. Nee, warte. Das ist keine so gute Idee, glaube ich. Oh! Wow! Ganz ehrlich, diese Höhle ist aber auch sowas von schön. Aber da, das sieht richtig... Warte, ich mach mal Gamma runter. Gamma 2,5 ist Standard. Ist schade, Alter. Ist ziemlich dunkel auf Standard Gamma. Und auf... Kann man auch... Naja, man kann nur in 5er Schritten variieren, also 0,5er Schritten. Ich wollte mal Gamma auf 2,7 stellen, aber... Gamma 3. So, wir gehen wieder hoch, da war ja noch ein anderer Weg. Ja, ganz ehrlich, hier gibt es echt Unterwasserhöhlen, ne? Ja, aber nicht hier. Ey, was ist denn da links? Ja, hier ist eine Unterwasserhöhle, deswegen ja. Ich trau mich da aber nicht hin. Diego! Together! Ich hab auch gerade. Oh! Oh! Da ist der Drop! Da ist der Drop! Wir müssen nur kurz Luft holen. Und dann holen wir uns den Drop. Ich hab's doch gesagt, Mann! Ich werd's einfach abgehauen. Das haben wir, ein Journeyman Trike-Sattel, was auch immer ein Journeyman-Sattel ist. Leute, was denn hier? Er ist aber auf jeden Fall lila, der Journeyman-Sattel. Oh fuck, wo ist Luft? Aber wir müssen erstmal wieder Luft holen. Wo ist Luft? Alter, ich bin gerade fast ersoffen, ne? Okay, was machen wir? Ja, gehen wir da weiter? Zurück. Gehen wir da weiter? Weiter! Alter, ich hab grad echt Schiss, dass wir gleich hier saufen, ne? Ja? Ich hab Schiss, dass wir gleich hier saufen. Wir sind, glaube ich, gleich tot. Wenn hinter nicht direkt gleich Luft ist, dann habe ich ein kleines Problem. Oh, nach oben, direkt 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 nach oben. Ich glaube, jetzt ist doch alles noch voller Viecher. Oh. Luft. Wo zum Fuck sind wir hier? Ey, vor allem, wie finden wir wieder raus? Ich hab Schiss, dass wir nicht mehr rausfinden. Wir haben es auch schon fast eine halbe Stunde in die Folge. Okay, also das war... Nein! Ich kann nichts machen. Gilsi! Hier ist alles voll! Wow! Das Viech leckt so irgendwie so krass, dass ich... Ich hab's umgebracht. Ich schaue das mit Torpor. Alter, ich hab fast wieder mein ganzes Fleisch weggechackert. Ja, ich hab auch schon. Aber wir haben. Du hast ja nur sozusagen den Drop bekommen, ne? Du hast nicht. Nee, das krasse Artefakt fehlt noch. Müssen wir hier weiter schwimmen? Nein, nicht weiter. Ey, wenn wir den ganzen Weg auch wieder zurück cruisen müssen. Alter. Was auch, Mega Piranhas! Geh zurück! Oh! Zurück! Alter! Was ist euer Problem? Halt mal die Schnauze! Alter, das sah so geil, wie du reingeschwungen bist und plötzlich ein ganzer Schwarm hinter dir.
Okay, jetzt die Frage. Alter, sind noch mehr! Oh! Wow! Alter, die kommen ja an Land hier! What the fuck, man? Warte! Willst du noch mal ein paar pullen? Ich glaube, jetzt ist Ende. Aber ich bin fast tot, ich muss noch was essen. Shit, Alter! Was ist das denn? Ja, gehen wir weiter. So, wollen wir einen kleinen Cliffhanger machen? Das Ding ist, wir machen einen Cliffhanger. Muchachos! Wir können, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ark Survival Evolved. Wo wir versuchen werden, den Rest dieser krassen Höhle weiter zu erforschen. Wir können hier noch weiter, da unten war noch ein Unterwasserweg, das haben wir gesehen. Und es gab auch noch in der Höhle vorher einen Weg nach oben, wo wir uns entschieden haben, nach unten zu gehen weiter. Also ist auf jeden Fall noch einiges zu tun hier. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Der Link mit der Karte zu den ganzen Höhlen ist unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingabe, Muchachos. Bye, bye. Ciao, ciao.